So kennt man den Buckingham Palace in London, das Wahrzeichen der britischen Monarchie, eine Touristenattraktion, millionenfach fotografiert. Der Londoner Fotograf Oliver Curtis hat dem Monument seinen Rücken gekehrt und ein ganz anderes Bild eingefangen. Ich habe das Foto gemacht, weil solche Szenen meinen Humor treffen. Touristen merken oft gar nicht genau, wie sie sich verhalten. Sie stehen komisch rum und machen komische Sachen. Und ich bin unsichtbar, bin ein weiterer Tourist für sie. Mit dieser Methode gelangen Oliver Curtis ungewöhnliche Bilder für seine Serie Vault de Face. Sie gewährt einen Blick hinter die Kulissen. Die eigentlichen Sehenswürdigkeiten lassen sich dabei nur erahnen. Hinter diesem Nebel zum Beispiel steckt der Taj Mahal in Indien. Das hier ist Oliver Curtis' Blick, wenn er das Kolosseum im Rücken hat. Dieses Foto stammt vom Fuß der Freiheitsstatue. Je länger man an einem Ort bleibt, desto mehr entfaltet sich die Landschaft. Es entsteht ein Dialog. Normalerweise verbringen Menschen nur sehr wenig Zeit an all diesen Sehenswürdigkeiten. Sie trinken Tee oder essen ein Eis und haken es ab. Für das Projekt ist Oliver Curtis 4 Jahre lang um die ganze Welt gereist und hat 44 Touristenattraktionen abgelichtet. Die Werke waren 2016 in der Royal Geographic Society in London zu sehen. Alles begann bei den Pyramiden in Ägypten. Ich war in Kairo und bin zu den Pyramiden gefahren, wie jeder andere Tourist. Ich war überrascht, wie vertraut sie mir vorkamen, obwohl ich noch nie da gewesen war. Also bin ich um die Pyramide herumgelaufen und habe in die andere Richtung geschaut. Was ich sah, hat mich umgehauen. Nichts hat zusammengepasst. Ein nagelneuer Golfplatz, eingequetscht zwischen der alten Stadt und der Wüste. Der Beginn einer Reise, die ihn weiter nach Rio de Janeiro und zum Lincoln Memorial in Washington führte. Er zeigte der großen chinesischen Mauer ebenso die kalte Schulter wie dem Grab von Lenin in Moskau. Wir schauen aus diesen Landschaften hinaus. Wir schauen nicht richtig hin. Sie werden übersehen. Sie werden nicht nur von Fotografen ignoriert, sondern auch von Umweltschützern und Architekten. Oliver Curtis hat erst einmal genug Sehenswürdigkeiten fotografiert, doch beim Buckingham Palace entdeckt er noch ein Motiv. Diese 3 Cowboys da, das ist für mich eine extrem interessante Szene. Surreal, unpassend und sehr lustig. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, so etwas zu inszenieren. Und doch, es gibt sie.